Golf im Hotel? Warum nicht? Meint Martina Schröder von der Eventagentur Exquisit, die den amerikanischen Trendsport nun auch den Deutschen näher bringen will. Die Spielregeln für Office Golf sind komplett einfach. Man geht in Teams von ca. 5 bis 6 Personen durch einen neuen Lochgolfparcours, der in einem Bürogebäude oder wie hier in einem Hotel aufgebaut wird. Herausforderung hierbei sind die verschiedenen Untergründe, die es extrem schwierig machen können, das Verhalten des Balls vorauszusagen. Also ich spiele es ein bisschen daneben. Ich habe ja gesagt, ich spiele daneben. Doch die wichtigste Regel ist folgende. Der Schläger darf den Ball berühren und der Ball darf nur den Schläger berühren und das Loch und sonst nichts. Weil jedes Mal, wenn man ein Stuhlbein oder ein Mitspieler oder etwas anderes trifft oder auch eine Bande, dann bekommt man einen Strafstoß. Gar nicht so einfach also. Der Parcours geht kreuz und quer durch das Hotel. Überall wird gespielt, auch auf der Treppe. Und nach knapp 2 Stunden steht dann auch der Gewinner fest. Doch im Grunde zählt inzwischen nur noch eins. Der Spaß am Spielen. War's sauber? Ja. Ja. Ich werde noch zum Profi. Oh. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber ich finde, die Idee ist sehr gut. Ich glaube, das ist erlaubt.